Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Forest-Folge. Ja, nicht wundern, hier ist gerade vielleicht wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich Schwarzbild. Ich muss ganz kurz was sagen. Ja, der ein oder andere hat ja vielleicht mitbekommen, die letzten Folgen, ne, diese Aufnahme stand unter einem schlechten Stern. Bei mir wurde halt komplett gar kein Audio aufgenommen und ich existiere quasi nur durch Tobis Tonspuren. Also bei mir, das Audio war quasi nur mein Mikrofon wurde aufgenommen, aber kein Game-Sound, kein Tobi. Deswegen nutze ich die letzten Folgen schon Tobis Tonspur. Bei dieser Folge allerdings hatte der Tobi mittendrin einfach auch noch ein Bluescreen, sodass die ersten 10 Minuten quasi, man hört nur mein Gelaber, man hört den Tobi nicht, man hört den Gamesound nicht, aber ich dachte, ich lasse es einfach mal drin. Also ihr könnt 10 Minuten skippen und dann haben wir wieder Tobis Tonspur. Davor müsst ihr leider mit meinem Gebrabbel Vorlieb nehmen. Ich guck mal, ob ich das jetzt mal eben nachvertone, aber es wird nicht so gut, es wird nur ganz kurz. So, wollte ich nur mal ganz kurz sagen, ne? Nicht wundern, diese Aufnahme ging irgendwie auch alles schief. So, vielen Dank übrigens fürs so lange dabei sein, auch wenn wir vorher schon lange durchgespielt haben, danke, dass ihr dabei seid und wir kriegen unsere Falle hier, die kriegen wir ja bestimmt noch richtig, also das wird bestimmt noch gut. So, jetzt erstmal viel Spaß bei der heutigen Folge, tschüss! Ja, also ich hab's jetzt halt, es ist halt jetzt hässlich, was wir, ne, ich hab jetzt zwischen den... Wie geht man durch eine Tür? Ja, ich hab jetzt einfach, ne, wir wollten ja eigentlich drin Treppen machen und so, aber das nimmt alles halt so viel Platz weg. Man kriegt einfach kein kleines Gebäude hin oder ich wüsste halt nicht wie. Jetzt habe ich halt hier so ein Ding gemacht, dann kann man im Seil da irgendwas machen vielleicht. 15 Baumstämme. Ist halt echt nicht schön. Also mit der Treppe nervt mich auch. Ich glaube, sowas gibt es nicht in Forest. Ich glaube, da kannst du nur so ein Faltdach halt bauen, aber das war's auch. Also wir können auf jeden Fall oben noch einen Boden reinziehen, so wie wir das hier zum Beispiel haben, wo die Treppe durchgeht. Sowas. Das geht. Und dann hast du da halt so ein Dach. Aber trotzdem musst du ja immer erstmal irgendwie da hinkommen. Moin, Tag, schön, ja, alles klar. Das ist halt echt blöd. Schade. Ich hab zwischen den Folgen habe ich mal ein bisschen, ne, damit war da nicht wieder, dann geht's schon ein bisschen schneller jetzt. Weil dieses Gebäude mich hier langsam, ach so, du machst das hier immer, schlau. Hä? Wa, ne, kenn ich nicht. So, einer noch. Einer noch, ja. Mach doch mal. Bling. Hast du ein Seil? Bling. Nein. Okay, von hier unten kann man dann nicht durch. Okay. Ich geh mal hoch. Von hier geht's aber. Und dann halt da hinten rüber, ne? Ob das geht, bei einer Plattform eine Brücke dran zu hängen? Und vor allen Dingen, zweite Masterfrage. Warte. Bling. Hm? Es ist Forest, ich bitte dich. Das wird natürlich gehen. Oder ich mache ein Loch durch und dann bricht der ganze Turm zusammen. Eins von beidem, Tobi. Eins von beidem. So. So. Wenn schon alles andere nicht funzt. Brauchen wir noch Holz? Ah, hier liegt auch noch ein bisschen was. So. Ich freue mich schon, wenn wir dann wieder den Wald her cheaten. Ne?
Zauber. Zauber ist das richtige Wort. Man kann ja nochmal an Magie glauben in der heutigen Welt. Richtig, richtig. Wir sind nämlich Schamanen. Also wenn wir noch zwei Brings, brauchen wir noch genau einen. Und ich gucke gerade, ob hier noch irgendwo einer rumliegt, damit ich keinen Baum fällen muss, weil das echt schön aussieht mit Bäumen. Oh, aber waren hier hinten nicht immer welche? Oh, was denn? Ja gut, hier war mal welche hingekohlert, aber ich glaube beim Laden hat er die nicht mehr übernommen. Flump. Schrammel, schrammel, krusch. So, kann man den eigentlich noch? Nö. Ich dachte vielleicht hier unten beim See. Da kullern die immer ganz gerne hin, aber ich glaube, das ist jetzt auch nichts. Ne? Keiner am See, Tobi. Ich glaube, wir müssen... Tobi, Vorsicht, ein Reh greift an. Ein Reh greift die Hütte an, ich hab's gerade genau gesehen. Boah, sei bitte vorsichtig. Sei bitte vorsichtig, Tobi. So. So. Moin! Ich muss gleich was essen und trinken. Achso. Ja gut, dann, Huch. Ja, siehste? Man macht sich da halt sehr schmal. Ist cool, ne? Mit der, jetzt hier mit der Plattform und so. Vielleicht kann man hier Knochenkörbe sammeln oder so. Ich habe keine Ahnung. Kommt man hier wieder hoch? Ja. Gut, die Frage ist natürlich, ich glaube nicht, dass es geht, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist ja vernünftiger Vorschlag. Oh, das wäre natürlich zauberhaft. Zauberhaft wäre das. Oh, man kann ja... Oh, Semmelknödel. Knödel. Okay, ich kann das überhaupt nicht. Einer da aus. Witzig. Tok, 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 ach so. Tok, 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 tok. Ah, das geht. Tok, 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 okay, aber so, ich muss... Tok, tok, ah, was muss ich den Turm runterspringen, weil ich krieg's sonst nicht anders dran. Ja, jetzt halt's mal und springen. Das ist aber nicht so gut. Ja, ist nicht so gut springen. Tok, tok. Lean on me! Schnauze. Nee, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich suche gerade mal... Tok, tok. Gibt's hier eine erhöhte Stelle? Weil ich kann jetzt nicht klettern, während ich im Baumodus bin. Aber ich musste eigentlich... Achso, wir müssen eh die Plattform drüben fertig bauen. Ich kann jetzt noch gar nicht. Oh, ich hab Hunger. Ich komme! Ja, das macht nichts, dann verbrennt es ja nicht. So. Ah, vielen Dank. Ja, das war sogar noch schmackhaft. Cool. Oh nein, ich habe leider drei gammelige Fleisch in der Tasche. Tobi! Okay, warte. Tobi, beweg dich bitte nicht. Sei jetzt ganz vorsichtig. Oh Gott, es kommt auf dich zu. Warte. Du bist weggerannt. Du hast gesehen, dass Kumpel kam. Richtig aggressiv wieder, richtig aggressiv. Alter. Boah, was für ein Kampf, Tobi. Bist du da? Oh nein, Tobi. Oh nein, ich glaube, Tobi hat wieder Blue Screen. Oh, Alter, ich weiß, ist er mit seinem Rechner? Was ist denn mit Tobis Rechner, Mann? Flum. Blue Screen, Tobi, la 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 la.
Tja, Freunde, da sind wir wieder allein im Wald. Und ich habe irgendwie Lust, langsam dieses komische Drehding mal auszumachen. Weil irgendwie mir fehlen noch ein bisschen die Ureinwohner. Ist zwar schön zu bauen. Also wir können jetzt hier erstmal natürlich ein bisschen fertig bauen, noch mit den Brücken und so. Aber irgendwie fehlen mir die. So. Ich frage mich, ob Tobi seine Videos dann trotzdem raushauen kann. Ich weiß ja nicht, wie... Der nimmt mit XSplit auf, ich weiß auch nicht, in welchem Format das aufnimmt. Ich hoffe, da fallen bei dem jetzt keine Folgen aus, dauernd, weil er dauernd Bluescreen hat. Das wäre doppelt ärgerlich. So. So. Und eigentlich könnte ich ja mal ganz schnell eben, wenn wir die Plattform fertig gebaut haben und vielleicht auch die Brücke, vielleicht können wir dann nochmal speichern und nochmal laden, weil dann eventuell wieder die Bäume zurück sind. Das wäre gar nicht so schlecht. Wo war denn jetzt? Da. Tobi, was war? Bluescreen? Ja, ah, ich mir gedacht. Wie ist denn das eigentlich bei XSplit? In was für ein Format nimmt denn auf? Kannst du die Folgen ja noch benutzen? In MP4. Welches Format? MP4, sag ich doch. Kannst du da MKV einstellen vielleicht? Nein, das geht nicht, weil ich der Tobi bin. Hallo, ich bin der Tobi. Weil bei mir ist OBS noch nicht abgeschmiert, MKV gar kein Problem. Premiere lädt es trotzdem ein, ohne Probleme. Gut für dich, du alter Spalacken, ey. Halt ja. Mal. Alles gut. Und so ward der Stream gerettet. So ward der Stream gerettet. Gut, dann hoffe ich, dass ich jetzt nicht sterbe. Ich habe schon ein bisschen weitergemacht. Ich habe die Plattform schon gebaut. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Okay, gut. Gut, alles klar. Geht in Ordnung. Hast du Greenscreen? Hey, Tobi spielt The Forest. Okay, ich wollte sowieso gerade mal gucken, wenn ich jetzt nochmal neu lade. Oh Mann, ich hab's doch gerade an die Seite da dran gekriegt und jetzt krieg ich's nicht mehr. Warte. Kannst du mir nachjoinen eigentlich? Ja. Pierre Brosnan? Oder Pierre Günd? Okay, ich höre... Hä? Das macht hier so einen komischen... Okay. Okay, ist das Richtige jetzt? Oh, das sieht richtig aus. Okay. Hm, kannst du nicht nachjoinen? Okay, warte, ich lade dich gleich ein. Ich muss jetzt... Hä, was ist mit dem los? Oh, das hat funktioniert. Cool. Ich konnte gerade auf dem Rehkopf mich abstützen. Oh, das sieht nice aus. Oh, das könnte gut funktionieren. Okay, Tobi. Warte mal. Tobi. Quit living on dreams. Hm? Ja, der streamt nur noch, ne? Der macht... Richtiger No-Lifer ist das geworden. So. Jetzt startet die Folge heute auch bei mir. Ja, hallo. Moin. Geil. Ja. Armer Tobi. Tobi hat ein Bluescreen und empfährt 10 Minuten. Nein. Verdammt. Also wir müssen auf jeden Fall mindestens noch 10 Minuten jetzt spielen. Ja, das, nee. Good joke. Das sehe ich nicht. You wanna go for bowling? Oh nein, bitte hau ab. Bowling, Erik. Eine Siedlung benötigt ihre Hilfe. So, schon fertig alles jetzt hier. Boah, wie cool. Ja, ich hab hier schon mal ein bisschen, ne? Voll geil. Huch. Hilfe. Hey, ciao. Aber echt. Ciao, sehe ich nicht. Mein Holz. Das ist meins. Ach, schnell. Da unten, das ist meins. Nein. Geh weg. Alter. Ha. So. Dieser Stein muss sterben.
Dieser Stein wird kein leichter sein. Okay. Ich würde vielleicht schon mal. Nee. Gucken. Also, ich würde jetzt den Baum hier wegreißen, ja? Mach welchen? Wahrscheinlich, du machst aus Spaß wieder wahrscheinlich irgendeinen, ne? Ja, ich mach das aus Spaß. Du hättest es halt gemacht, so, weißt du? Ja, natürlich. So, warte mal. Ist das zu weit? Nee. Das ist welchen, zu nah. Welchen Baum kann man denn jetzt hier? Ich geh mal ein bisschen weiter weg. Vielleicht. Warte mal, die Plattform ist da. Da, da, da. Ah. Die, 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 die. Ach nee, das ist. Ach, die Plattform ist ja da. Plattform ist da. Okay, mal. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht gut funktionieren wird. I'm a tree, motherfucker. So. Und dann. Achso, dann. Oh, warte mal, da muss ich mal gucken, ob das gut ist. Hier wäre eigentlich perfekt. Ja, gut, dann machen wir lieber hier. Aha. Ha, ha, ha. So. Das reiße ich ja wieder weg. Tschüss. Muss jetzt nicht eigentlich ein Seil hier unten gelandet sein, weil man es schon verbaut hat? Irgendwie nicht, ne? Erik, bitte. Ja, ja, entschuldige bitte. Wie konnte ich denn sowas? Also, das tut mir leid. Sehe ich nicht. Und das Spiel sowieso nicht. So, okay, gut. Dann let's go. Das wird ja mal spannend jetzt. Also spannend ist relativ. Tobi, wir sollten eigentlich schlafen. Obwohl, ist ja auch egal, wir laden einfach. Hey, laden ist das neue Speichern. Richtig. Was geht? Warte, ich... So. Kann, ich wollte jetzt neu schlafen. Das ist ganz cool. Das ist cool, ja. Ich würde auch gerne in echt einfach laden, weißt du? Boah, das wäre nice. Wenn du einen coolen Tag gehabt hast, einfach nochmal neu laden. Zack. Einfach resettet alles nochmal. So. Jetzt fehlen nur zwei Baumstämme. Ich rasch da aus. Ich rasch komplett aus. So. Oh, was höre ich denn da? In der Ferne. Es ist ein natürlich vorkommender Sägespecht. Kettensägespecht. Ein Tobus Natus. Wie das in Lateiner sagt. Ganz zärtlich dringt das Geräuschli an mein Ohr. Die Bäume wachsen natürlich nachher wieder zu, ne? Also da werden wir bestimmt. Das wird cool. Ich glaube. Interessant wird's, dass die Ureinwohner dann ja quasi auch an den Bäumen hochklettern können und somit auch trotzdem auf unsere Wege können. Interessant wird's, wenn dieser komische Drehheinz wieder kommt und uns einfach alles wegballert. Aber der greift ja nicht, oder? Der greift ja nicht einfach so random an. Das heißt, oder? Ja, also wenn der Drehheinz kommt, dürfen wir nicht in den Bäumen sein. Am besten gar nicht in der Nähe von der Base. Ich glaube, wenn wir den sehen, rennen wir am besten sofort weg. Das wird sonst frustrierend irgendwann. Wichtig ist, dass wir halt echt zwischendurch immer mal speichern gehen. Das ist wahr, Tobi. Schnobi. Schnobi. Du kleiner Schnobi, Mann. Warte. Stimme ich jetzt flocksen oder was? Hä, warum grunzen der die ganze Zeit so? Was ist denn los mit denen? Ich möchte ja Sex. Kommt einem fast so vor. Sex auf einem neuen Level, Erik. Hm. Ihn also, mal. Also im Hochbett oder was? Zum Beispiel. Huch, hey Tobi. Hey, was kommt aus dem Übrigen hier, Bäume? Cool. So. Hab ich nice fertig gebaut, ne? Danke. Ach, warte. Ja. Let's go. Hier liegen noch ein paar auf der Strecke. Okay.
Hatten wir hier noch... Nein. Hast du das Zwischending auch fertig gebaut oder habe ich das abgerissen? Ich habe da nichts vergessen. Also, ich habe hinten das noch fertig gebaut, was von dem Haus zu dem anderen Ding ging. Und hier war bis jetzt noch nichts. Pass auf, Erik, pass auf, das ist aggressiv. Ja, ich sehe es schon, ich sehe es schon. Boah, siehst du das? Das Reh ist sauer einfach. Boah, ich geh mal schon was heftig zu essen aufs Feuer legen. Boah, ich brauche erstmal. Boah. Wow. Bin geschockt. Piss dich. So, ich mache übrigens Seile jetzt immer. Hä, wie denn? Gibt's einen Trick? Du kannst, Anzahl von Stoff irgendwie. Weiß ich nicht. Ist kompliziert, Tobi. Machst Magie im Hauptmenü oder was? Ja, das ist so Admin-Command. Ah, okay. Oh, ich muss auch noch mein Fleisch loswerden. Magie fix, wa? Entschuldigung. Ich wollte gerade fragen, was ist das für ein Geräusch? Ach, schon, das Feuer ist ausgegangen. Ach, leck mich doch, ey. Oh, jetzt habe ich aus Versehen. Naja. So, ich tue noch mal ein bisschen. Na, so, hier tue ich noch ein bisschen rein. Hier mal ein Puffi rein. Zack, zack. Bei Regen musst du immer mehr Blätter reintun, damit es anbleibt. So. Oder Scheine halt, ne, je nachdem. Ist Scheine, ja klar. Ich habe tatsächlich keine Scheine mehr, ich bin pleite. Hä? Ja. Ich war auch geschockt, Erik. Hast du wieder... Ja. ...was gekauft oder was? Ja, hast du da Koksparty gemacht? Tut mir halt echt leid, ne, aber ich bin halt echt... Das muss ja jetzt auch nicht sein. Pleite, Erik. Ach, das ist noch eine Zwischenplattform. Ach, die, okay. Ja. Kommt mal das Holz, nicht? Ich hoffe, das geht so, weil ich habe das Angst, dass die im Hügel dann echt immer da drauf können. Ja, und wenn sie halt drauf kommen, kriegen sie eine auf die Schnauze, ne? Ja, gut, das ist korrekt, Rui, das ist korrekt. Oder vielleicht kann man da oben ja... Ne, kann man wahrscheinlich nicht, so ein Knochenzaun. Das ist wie im Bahnhof Zoo früher, wenn sie schräg gucken, kriegen sie auf die Fresse. Richtig, richtig! Wenn sie gleich wissen, wo sie herkommen. Richtig! Und wo sie nicht mehr hin können. So. Hauptsache schön Büroklammer durch die Nase. Bah. Was denn, Junge, hä? Was denn, Kollege? Huch, da fliegt mir Holz entgegen. Ja, nice! Ja! Nimm das doch mal mit. Ach, guck mal, ja, du musst da drauf vorbei, nimm's nicht mit. Haha, ich hab's fertig gebaut. GG, Erik. Mir so ist kalt. Fragé, ja, mir auch. Könnte jetzt, das könnte jetzt schlimm werden, oder? Erik, der Welthunger ist schlimm. Das hier nicht. Ich komm hier nicht. Ist kalt. Oh, geht aber. Oh, cool. Geht. Wo bist du? Okay. Hier, wärm dich mal in meine Lanze. Sie heißt Markus. Ich guck genau rein. Huch. Boah, was für ein strömendes Feuer. Das ist schön, ne? Jetzt strömt so schön. Okay, wie viele Baustoffe sind das? 22. Cool. Achso, ja, aber wir sind noch nicht fertig. Dann fehlt nämlich noch eine Baumbrücke zwischen den beiden hier. Ach so. Ist nicht schön, aber wird erstmal gehen. Fertig. Cool. Mehr brauchen wir noch nicht. Hier liegt übrigens noch ein Baumstamm, Tobi. Du hast versagt. Zwei Baumstammlinien noch. Entschuldigung. Ha. Das ist natürlich jetzt... Oh, ganz schlag mich, los. Armutszeug. Schlag mich. Du ja bist der Baum. Oh. Aua. Ja, ich hol mal das Ding. Du bist der Baum. Missy. Wird mir dir nicht warm bei der Arbeit? In der Ferne piept es, Tobi. Ein fieses Reh greift an. Ja. Sei vorsichtig. Ich habe gleich mal Standortbestimmung gemacht. Wenn der Reh angreift, dann greife ich zurück. Da kriegt er halt mal auf die Fresse, ne? Ja, kann man ja auch mal machen. Ja. Ich finde es komisch, dass man sich gebratene Sachen nicht vom Feuer nehmen kann für später. Ja, dass man das einpacken kann, meinst du, das verstehe ich auch nicht. Mhm. Das macht irgendwie keinen Sinn. Oh. Ich komme mal zum Feuer, mir ist nämlich echt kalt. Aber es gibt viele Dinge, die in diesem Spiel keinen Sinn machen. Die in diesem Spiel keinen Sinn machen. Die in diesem Spiel keinen Sinn machen? Feuer. Okay, warte, ich pack mal wieder was zu essen drauf, weil ich muss es loswerden. Lit. So.
So. Ja, da ist irgendwie noch irgendwas drauf. Ach, dieses Ding, dieses komische Geräusch von diesem Ding. Ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen. Ah, schön warm, du. Jetzt ist schön warm. Jetzt wird alles wieder gut. Tobi? Ja, ja, ich bin noch hier. Ich bin noch hier. Gott sei Dank. Ich dachte schon. So, gönn dir mal, gönn dir mal. Friss richtig rein. Geil, ich gönn mir. Leckerstens. Okay, jetzt noch was trinken. Wollte ich. Hä, ich hab was getrunken, hab immer noch Durst. Das ist schräg. So. Ich wollte mich das alte Rehfleisch loswerden, falls sich da was Neues ergibt. Einen Kopf bräuchten wir noch. Wie schnell das ging. Lustig finde ich das jetzt nicht. Doch, eigentlich schon. Also ich finde es unterhaltsam. Ja, das stimmt schon. Wie schnell man da einfach so ein paar Rehe weggemetzelt hat. Und gegessen, wohlgemerkt. Ja gut, aber auch nicht. Sich jetzt aber auch nicht beschweren. Apropos, Tobi. Ein Kopf, sagst du? Ja. Ich bin gleich wieder da. Oh nee, das ist zu schnell. Ja, das ist zu schnell. Okay. Das mache ich jetzt doch nicht. Dann mache ich es doch nicht, Tobi. Hätten wir noch ein Bäumle hier? Ja, hier ist da noch einer. Oh, nee, der geht nicht. Da ist Baumharz. Warte mal, mein Gas ist noch gefuelt. Ja, ja, ich bin jetzt auch ein bisschen sparsamer. So. Müssen dann bald wieder Benzin holen, ne? Ich hab noch drei können. Achso, ich hab leider nur, ich hab noch einen, glaube ich. So. Baumfeld! Timber, wir fahren nach Lotz. Skibidi. Oh nein. What? What do you mean? Ach, der ist ja, der Baum ist falsch gefallen, weil er im Fels wuchs. Er stug im Felsen. Okay, der Weg ist auch viel zu lang. War nicht schlau, die da hinten zu fällen. Ach, hast noch genau zwei? Einen brauchen wir einfach noch. Ja, was für ein Lobob-Nummer ist das denn, Tobi? Aber ich guck mal hier, vielleicht liegt hier noch einer. Sei stark! Will der allerbeste sein. Oh, es wird hell! Oh, cool. Kein Nachbar mehr war. Ja. Ganz allein schnapp ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Pokémon. Okay, das ist ganz cool. Wenn man das jetzt noch beleuchten könnte, ne? Ja, das wollte ich gerade gucken. Vielleicht an einem Baum irgendwie so Lampen hängen? Geht das? Ja, warte. Was ist das für ein Geräusch hier? Ach, da unten. Oh, man kann hier Schädellampen anbauen. Süß. Aber irgendwie weiß ich nicht. Oh, warte mal. Oh, okay, warte. Ja, Coco Jumbo. Okay, das ist cool. Knochenzaun. Wir können natürlich nur hintereinander gehen dann. Also wir können das natürlich, wir können das mal probieren. Soll man das probieren auf beiden Seiten? Ja, mach mal. Dann hätte sich auf jeden Fall das Problem erledigt, dass die hier hochjumpen. Glaube ich, oder? Warte mal. Ja. Oder? Ja, glaube ich schon. Hä, warum ging das nicht? Na. Jetzt. Nein, Vogel, hau ab. Ah! Oh, so ein Kackvogel hier, der mich ablenkt. So. Wieder von oben aus, ey. Hätte wieder zu tief in die Whiskyflasche geguckt. Ich glaube, der Zaun ist schon ganz gut für dich, Willi, ey. So. Warte, wenn wir das jetzt machen, würde ich hier vielleicht.
oder? Ja, ja, ja. Hier ringsrum ist ja einfach, damit es passt, ja, finde ich gut. Ist ja quasi unser, ne, da, wo wir Knochen sammeln. Mhm. Okay, warte, hier kann ich ja nicht bauen. Sind jetzt schon 112 Knochen. Das finde ich legitim. Ah, okay, ich kann hier nicht. Ah, okay, warum geht das nicht? Oh, weil das zu nah an mir dran war. Okay. So. Na. Na, beruhig dich. 160, Tobi, das ist doch völlig okay, oder? Ja, total. Man muss ja auch mal irgendwo anfangen. Einen habe ich schon mal. Da sind wir fast fertig. Ja, sind es nur noch 159, ne? Also, let's go. Ja, ich meine, dann können wir das Ding hier unten zumindest leer machen. Und so, kannst du von unten bauen? Na, ne? Warte mal, Erik, hier ist irgendwas schief. Komm, wie, hier ist das schief? Kannst du noch mal... Was denn? Gleich nochmal runterkommen, bitte. Ja. Ich komme. Ja, falsch. Hä? Was denn? Ich komme nicht rein. Hä? Ist hier ein Balken irgendwo? Hä? Warte mal. Du bist aber nur fett. Nee, bei mir ist hier ein Balken. Ein Balken? Was denn für ein Balken? Ja, ein Balken, der so quer nach unten geht. Direkt an der Tür. Hier ist kein Balken, der quer nach unten geht. Ja, bei mir schon. Kannst du mal in der Aufnahme gucken? Ja, ich glaube dir das. Aber ist das dann von der Treppe oder was? Ich weiß es nicht. Hier ist ein Balken. Ich komme hier nicht rein. Also, nur mal zur Demonstration. Warte mal. So, kann ich hier die Tür aufhalten? Nee, du hältst die Tür über mich nicht auf. Oh, okay. Hä, aber hier ist ein... Und jetzt? Jetzt ja, aber... Ja, bei mir ist da ein fetter Balken von der Treppe. Auf einmal, der war nie da. Hä? Das mit der Treppe ist schon die beste Lösung. Das Spiel ist doch... Also manchmal ist das Spiel für den Arsch, sorry. Okay, ich weiß, was können wir da machen? Wir müssen die Treppe abreißen und irgendwie nochmal neu setzen, ne? Nee, ich join einfach gleich nochmal, aber das ist doch trotzdem behindert. Vielleicht brauchen wir die Treppe gar nicht mehr. Vielleicht können wir jetzt einfach dran jumpen an das Seil. Das wäre eigentlich mal interessant, ob das geht. Ja. So. Okay. Schade. Ja, können wir mal probieren. Vielleicht brauchen wir die Treppe nicht mehr. Dann würde ich die Treppe gleich mal abreißen. Vorher speichern. Und dann mal gucken, ob wir nicht irgendwie vielleicht trotzdem mit einem Stuhl oder irgendwas oder mit einer kleinen Plattform oder bla, keine Ahnung. So, sind noch 84 Knochen. Geht also, ne? Hier unten ist nichts mehr drin. Ja gut, aber trotzdem, geht. Ja, geht schon. Ja, die kommen ja auch nicht mehr dran. Nice. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Knochen, ne? Wir müssen jetzt auch nicht den ganzen Weg machen. Also wir können den ganzen Weg natürlich machen. Wie ist denn das hier eigentlich, an diesem Ding? Hui. Ah, okay. Ach, da müsste ich manuell machen, okay. Ah, das ist schon komplett verbunden hier. Ja, ja. Boah, cool. Stylo. Mensch, Erik, was hast du denn da gemacht? So. Hä, was ist das denn? Ach, der geht nur noch unten hin. Okay. Guck ich mal gerade, ob wir das Ding hier unten, ob wir das umbauen kann auf Knochen. Es geht wahrscheinlich bestimmt nicht. Welches denn? Das Ding hier unten. Diesen Transporter.
Nee, wahrscheinlich nicht. So, mal gucken, ob das so funktioniert. Natürlich. Willst du der Beste sein? Keiner von mir war. Okay. Ich kann noch einen Stein da drauf legen. Willst du mich flapsen? Okay, das ist. Ich glaube, das ist nicht so gut. Moin. Das hier lasse ich mal. Das ist irgendwie scheiße. So. Fiesta Mexicana. Hast du noch einen Knochen? Nee, ich habe leider alles investiert. Schade, da fehlt doch genau einer. In Bitcoins. Das ist gut, Erik. Das ist gut. Die steigen ja gerade. Jetzt habe ich noch Knochenmehl. So. Ja, aber die Bitcoins steigen. Dieses ist ja bei allseits bekannt. Wohin steigen die denn? Die sind hoch im Kurs. Für einen Selbstmord oder was? Ja, ich wollte sagen, die steigen hoch auf den Berg, um vor Mount Everest zu springen. Gerade von hier draußen. Ja. Geil, cool. Geil. Schädel, Tobi, Schädel. Da war ja auch noch was. Ich mach erstmal den Billo-Schädel hier. Oh nein! Bitte kein Ohrwurm. Was denn? Bitte kein Ohrwurm von Fiesta Mexicana. Oh, das hat mir noch gefehlt. Fiesta Mexicana. Weiß noch nicht, wie es weitergeht, aber. Traurig sein, Wein, schenk dir nochmal ein, bla, der übliche Rotz. Echt? Ich dachte, das Wein, schenk ein, lass das sein. Ich dachte, das wäre hier bei Udo Jürgens gewesen. Na, keine Ahnung. Ist halt immer das Gleiche. Ach so. Gut, wenn das so ist. Wenn die Berge blühen, droh beim Alpen glühen, dann zog ich dir, mein Schatz, ich ess den rohen Spatz. Keine Ahnung. Klingt aber authentisch, oder? Ja, absolut. Vielleicht solltest du, vielleicht ist das eine Nische, Erik, für dich. Volksmusik? Ja, warum nicht? So, meine Damen und Herren, jetzt kommt ein strammer Bub, Erik Range. Ich hab die Welt verbrennen gesehen. Ja, Mann, das ist ja nicht schön. Ja, so Apokalypse-Schlager. Ja, Mann, oder so allgemein so ein bisschen schwarzhumoriger Schlager. Ne? Wie bei Switch Reloaded. Jo, sie hat Brandblasen im Gesicht. Apokalypse so ein bisschen. Wie gesagt, ich muss immer an Switch Reloaded denken, wo die Dings nachmachen hier. Wie heißt der Karl Typ? Moik oder was? Nee, wie heißt der Typ hier? Florian Silbereisen. Ah, ja. Und da hat er auch irgendwas gesungen, irgendwie so. Und, ich weiß es gar nicht mehr. Und irgendwas hat er. Dein Mutter ist Agu. Ja, sie hat Grünstuhl. La, oder? So. Nee, der hat irgendwas gesungen gehabt, wo ich dann drauf gereimt habe. Und im Morgengrauen ist ein Teil von euch schon tot, irgendwie so. Oh, alles klar. Okay. Echt? Entschuldigung. Nee. Ich find's auch gut. So. Du kannst natürlich auch einen auf Helene Fischer machen, ne? Bist halt Everybody's Darling. Ich habe von Helene Fischer noch nie was gehört, ehrlich gesagt. Also ich, vom Namen her schon, aber die Lieder halt noch nie. Ja. Atemlos durch die Nacht kennst du aber. Nein. Also vom Namen her, ja, aber ich kenne das Lied halt nicht. Okay. Ja, ich sag mal so, sie macht halt auch Musik, die ins Ohr geht, ne? Macht halt ja, offenbar kommt es ja an, ne? Pop-Schlager, ich meine, schlecht ist das jetzt nicht. Es gibt Schlechteres auf jeden Fall, aber ist jetzt nicht meine Musikrichtung. Tobi? Ja? Kannst du mir einen Gefallen tun? Hier, genau hinter dir ist so ein dünner Baum, ne? Der so an die Brücke grenzt hier. Ja, der hier unten. Der hier. Kannst du den wegsäbeln? Aber natürlich doch, Erik. Super, danke dir. Mit meiner Machete. Sehr gut. Hau weg. Der Baum, Stern. Der war immer scheiße. Ich mach Wang Tang super aus dir, du mieses Stück. Der schreibt Hate-Kommentare auf YouTube. Oh, Stern. Ja.
Ah, ja, endlich. Oh, Stärke. Hm. So, ah, viel besser. Der nebendran auch gleich? Ja, gerne, wenn du möchtest, dann gerne. Oder soll der bleiben? Nö, kannst du gerne machen. Oh, Drecksbaum, Elendegger. Ich freue mich schon, wenn dann Schwingachse kommt und uns die ganzen Brücken samt Knochen und so alles weghaut. Natürlich, das wird er auch tun, weil das kann. Und dann werden wir so frustriert sein. Ja, dass wir nichts mehr machen. Dass wir es einfach hinnehmen. Bam, wie die, bam. Wie die unmotivierten Säcke, die wir sind. Ah, schön. So. Wir müssen übrigens, ne, so langsam, Erik. Ja, ich krieg das schon mit. Oh. Ding im Weg. Ja, ich kenne das. Ah ja, siehst aber nichts mehr. Wenn da so ein Ding im Weg ist, dann siehst du aber nichts mehr. Nee. Das ist halt auch ein Problem beim Autofahren, ne? Meine Füße habe ich das letzte Mal mit 16 gesehen. Flop. So, okay. Ja gut, das wird schön. Total sinnlos mit den Knochen und so, aber trotzdem schön. Ich habe verdorbenes Fleisch im Magen. Also in der Tasche. So. Tobi, warum denn das schon wieder? Ach, Erik, ich weiß es nicht, weil die Tiere von heute einfach keine Haltbarkeit mehr haben. Das war auch mal anders. Ja. Früher waren Tiere mal motiviert, haltbar zu sein, aber heute... Hier sind mehrere Brücken, glaube ich. Ne? So. Bist du noch da? Ich bin noch hier, ja. Ich fülle gerade mein Trinken auf. Ja. Komm mal, wir machen zwischendrin Erik an. Mhm. Sicherlich, Tobias Philipp. Was so. Hast du jetzt gesagt? So, warte. 284 oh. Knochen, sag mal, Erik Range. Tobias Philipp, bitte bewahren Sie die Ruhe. Was ist denn mit dir los? Das ist ja nur mal das Doppelte, weil das ja gerade mal die eine Seite ist. Ja, gut, das sind jetzt natürlich. Da kann man jetzt natürlich mal. So. Da kann man jetzt dagegen sein oder man kann die bittere Pille schlucken, weil es doch ganz cool wird. Sicher. Das stimmt wohl, ja. Aber wird echt ganz cool mit dem Aufgang und so. Aber damit dürfte final bestätigt sein, dass dies heute nicht die letzte Aufnahmesession war. Ja, oder wir machen halt noch sehr lange. Das halte ich hier. Ja? Warum denn? Ja, warum denn das? Oh nee, Alter, 344, wie viele sind das bitte? Ja, komm, wir haben... Huch, neue Pflanze entdeckt, Tobi. Oh, geil. Was sagst du denn dazu? Was hast du denn entdeckt? Diese neue Pflanze. Cool. Von der habe ich auch im Fernsehen schon gesehen. Die ist super. Von allen neuen Pflanzen ist das die beste neue Pflanze. Okay, cool. Freut mich. So, die Fragile ist natürlich Licht. Wie? Deckenschädellampen fallen ja hier weg. Dass man ja nur 15 Knochen mitnehmen kann, ne? Das belastet auch. Ja, das stimmt. So. Bin mal gespannt, was das wird hier. So. Hey, was geht? Irgendwie mag ich diese Baufolgen. Huch. Ja, das stimmt. Ja, zu viel zu erkunden haben wir ja nicht mehr. Ja, das ist richtig. So. Nein. Was denn? War ich mir runtergefallen. Das passiert mir zum Glück nie. Ja, das stimmt. Dein Walking ist immer on point. Mint. Chip. Okay, ich hoffe, das ist noch nicht ganz. Warte. Oh, man sieht es auch echt nur ganz schlecht. Oh, weißt du was, das wird reichen. Für dieses jämmerliche LP wird es eben reichen müssen. So. Endlich sagt es mal jemand. Sitzt leider nicht ganz on point. Nein, ist kein Vogel. Hau ab. Der Vogel sitzt bei mir jetzt. Hä? Der sitzt bei mir im Buch. Hä? Das war merkwürdig. Ich hab's leider nicht gesehen. War bei mir leider nicht. Sehe ich nicht. Okay. Hab ich nicht.
Ja. Könnten wir vielleicht die Lampen diesmal mit Halogen machen? Ja, so Stadionfluter wäre ganz cool, ne? Ja. Fände ich halt auch. Hätte ich nichts gegen. So. Puh. Ja, das muss gehen. Hm? Stehe ich wieder im Weg? Nee. Hä? Was war das? Freeze und dann ist der Schädel verdreht. Wer kennt es nicht? Der fast kopflose Nick, ey, von Harry Potter. Die arme Sau. Kommt drauf an, ne? Wieso? Naja, gut, wenn der in der geilen Alten hinterher gucken will, weißt du? Wollen Sie einfach den Kopf nach hinten klappen? Ja, der kann einfach in vollen Zügen genießen. Ohne weiß seinen ganzen Körper bewegen zu müssen. Ist schon ein Vorteil. Fände ich trotzdem belastend. Sicherlich. Aber, oder beim Autofahren, der Schulterblick, da kann kein Fahrlehrer meckern. Ja gut, das stimmt allerdings. Einmal nach hinten klappen lassen kurz und dann wieder zurückklappen. Ja. Oder aus dem Panoramadach oben rausgucken. Das wäre wohl Hagrid. Oh, nice. Das heißt, wir haben bald keine Knochen mehr zu Hause, ne? Nein. Alles klar. Das heißt aber, wir müssen noch eine Zündelparade machen irgendwie. Wir müssen dann tatsächlich noch die Leute zum Burnen kriegen. Wir müssen aber mal einladen. Freundlich fragen, vielleicht haben die ja Bock. So. Freiwillig. Natürlich nur. Ich wünschte, wir hätten vorher schon eine Kopfsammlung gemacht, dann hätten wir jetzt nämlich genug Schädel. Du meinst die vorhin kaputt gegangen ist? Ist die... Eigentlich die zweite, oder? Ja, die zweite nicht, aber die erste. Ja, gut, die erste, ja. Da machst du halt nix. Ja, das stimmt, hast du schon recht. So. Ein bisschen Schwund ist immer. Ich hätte die Schädellampe vorher schon da hinten hinbauen sollen. Ein bisschen Wund ist immer. Ein bisschen bunt ist immer. Komm jetzt zur Bundeswehr. So, warte. Oh Gott. Ich war mal bei der Bundeswehr. Dort hatte ich einen Wundenspeer. Was? Ja, Volksmusik wäre genau mein Ding, Tobi. Wie sagt ihr das? Oh Gott. So. Problem ist nämlich, hier hinten können wir die jetzt nicht mehr machen, ne? Aber es müsste... Hallo? Weg bitte. Wir müssen doch noch die gemeinsame Lösung finden. Ja, hör bloß auf, ey. Ich verklage die. Boah. So, das wird alles einigermaßen gehen. Das ist jetzt nicht so ultra hübsch. Und wir hätten die eigentlich schon vorher bauen sollen. Na, jetzt müsste man theoretisch den ganzen Zaun nochmal wegreißen. Aber man kann die jetzt nicht mehr in den Zaun reinbauen. Nee, es geht nicht mehr. Schade. Breaking News. Wir haben keine Knochen mehr. Oh. So. Och man, irgend so ein Kacklurch hat wieder das Ding hier umgedreht. Ach ja. Dass das nicht gefixt ist, ne? Ach, keine Ahnung. Die stehen doch auf diese Lurche, kannst du mir nicht erzählen. So. Die feiern das doch noch, wenn die hier wieder ausrasten. Yeah, woo! Okay. Dann bin ich mal gespannt, wie das am Ende aussieht. Stick around. Ich habe halt echt Angst, dass wir das jetzt alles bauen und dann kommt einfach so ein Pisser vorbei und dann ist natürlich wieder Ende. Deshalb ist es ganz wichtig, dass bevor wir diese Knochengeschichte anfangen, dass wir ganz dringend mal speichern. Ja, das ist richtig, Tobi. Du verstehst, was ich meine. Natürlich, mein Freund, ne, natürlich, klar. Ich komme halt in diese scheiß Bude nicht rein, ne? Das ist doch echt bekloppt. In die Bude, sagst du? Ich werd bekloppt. 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 Lalalalala. Oh Gott, das ist lange her.
Ey, wenn du den Zaun hier hinmachst, ne, kommt man ja gar nicht mehr hoch. Weiß ich noch nicht. Bro. Achso, okay. Ganz kurz, wie lange geht eine Folge bei dir jetzt inzwischen? Ja, die geht, also wir können jetzt unterbrechen, das ist schon absolut in Ordnung. Okay, weil ich bin da bei 50 Minuten. Ja, dann bin ich bei 36, genau, passt. Oh ja, das war super. Perfekt. So, warte. Okay, warte, warte. Es wird sich hier nichts ändern. Es bleibt alles wie es ist. Knochen 342, gut, das ist jetzt nicht so viel. Hä, das war doch eben bei 285 Range. Was machst du denn da schon wieder? Hä? Hä? Hubi, ich mach hier nichts. Nein, überhaupt nicht. Guck mal, jetzt regnet es schon wieder. Ich sichere das nur, damit die Kinder später, ja? Kinder, Rinder, das ist doch alles das Gleiche. Ich habe keine Ahnung, welche Kinder das sein könnten, Tobi. Ich weiß es einfach nicht. Ich rede einfach nur vor mich hin. Ich will es auch nicht wissen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall 37 Schädel. Das ist ja wohl machbar. Das sind nur 37 Tote, Tobi. Ja. Das ist doch wohl nicht zu viel verlangt. Das stimmt. Ich stelle mich hier gerade unter, weil es ist nass und es ist nicht schön. So, ja, und ich muss echt was essen auch. Oh, meine Gesundheit sieht auch nicht mehr so richtig. Tobi, ich gehe ganz kurz was essen, weil ich bin echt am Ende. Könnt ihr mal. Wir können noch mal schlafen. Folge. Was? Okay. Ah ja. Oh. Ich hab's gedacht. Welch ein erlesenes Buffet. Ist noch Wasser drin? Nee, ist leer. Ach, deswegen habe ich da. I'm the Waterman. I'm the Waterman. I'm drinking my water like Ganja. Mr. Officer, he asked me, where is dieser Mann da? Bra! Ruby? Ja? Wer ist dieser Mann da? Keine Ahnung. Er hat weiße Haut. Hat Kreuze auf den Skin wie Salamander. Nicht nur Volksmusik, sondern auch amerikanische Jamaikan-Hits, wa? Ja, ja, natürlich, da ist alles dabei. Tobi, wir haben hier, Erik, wir müssen die Folge beenden. Gut. Ich sag's dem Mann, der hier hängt. Warte kurz. Ja, warte, da komme ich dann doch nochmal. Wenn da einer hängt, komme ich natürlich gerne nochmal. Den Spaß gönne ich mir. Gut, jetzt hat er aufgegeben. Erik, ist das dein Ernst? Was denn? Konntest du mit dem Mord nicht warten? Hä? Das ist doch dämlich, dass die Falle dann gleich wieder auslöst, wenn die Leiche runterfällt. Da protestiere ich natürlich. So. Wie ist das eigentlich? Ganz kurz. Ich weiß, ich bin gerade natürlich schon ein bisschen... Ich hoffe, der Kopf... Ah, gut, ich hab ihn. Ja, ein bisschen wärmen wäre ganz gut, ne? Wir brauchen Knochen, Tobi. Ich würde sagen, nächste Folge müssen wir wirklich ein bisschen Knochenbeschaffungsmaßnahmen machen, ne? Ja, glaube ich auch. Das wird ein Knochenjob, im wahrsten Sinne. Geil. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und dann nächste Folge haben wir eine Brücke zu machen und es gibt ja eigentlich einiges zu tun. Uns wird hier nicht langweilig. Uns wird hier nicht langweilig. Ja, ich wüsste sogar, wo ich die Knochen noch weiter erweitern kann, aber wir bräuchten davon noch sehr viele Knochen. Aber wir haben ja dafür ja eigentlich eine Station dann. Eben, wollte ich gerade sagen. Wir haben ja einfach einmal am Dingen da drehen, ne? An der Wunderlampe reiben und dann kommt Genie und gibt uns richtig Zucker. Richtig. Das Schönste wäre aber trotzdem noch, wenn wir echt Haarspray hätten ohne Ende. Ach, das kann halt immer nur eins mitnehmen und die findest du halt echt super selten. Ja, das ist doof. Schade, dass man das nicht endlos machen kann. Ob die Mod-Abi das kann? Das wäre natürlich interessant. Wär's wirklich. So, jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.